Seid gegrüßt, meine lieben Meerwasserfreunde, und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, heute eine kleine Produktvorstellung. Die Reef Wave Strömungspumpe der Firma Red Sea ist nun endlich verfügbar. Ich glaube, seit dieser Woche kann man sie tatsächlich überall bestellen. Sie ist also in den Lägern unserer Händler vorrätig und kann ab sofort bezogen werden. Ja, ich habe die Pumpe auch leider erst diese Woche bekommen, denn meine Pumpe war unterwegs jetzt 2 oder 3 Wochen. Endlich haben wir sie hier, die neue Reef Wave, wie gesagt, der Firma Red Sea. Ja, ich würde sagen, ich schaue mit euch jetzt einfach mal in das Kartönchen rein. Wir gucken mal, was sie so kann. Wir packen sie mal ins Becken. Es ist ja auch sofort ein WLAN-Controller mit dabei. Also die Pumpe wird grundsätzlich immer mit Controller geliefert und hat auch in jedem Controller das WLAN verbaut, sodass ihr halt auch die ReefBeat-App nutzen könnt, der Firma Red Sea. Da gab es jetzt auch letzte Woche, glaube ich, ein Update für die App. Da ist dann wahrscheinlich die Pumpensteuerung und das alles mit eingepflegt wurden. Ja, ich würde sagen, wir schauen uns das einfach mal an. Ja, so, hier seht ihr das gute Stück mal ganz aus der Nähe. Ich slide einmal dran vorbei. Ja, im Prinzip ist das die Pumpenart schon bekannt von einem anderen Hersteller. Das ist jetzt halt von Red Sea eine angebliche Eigenentwicklung. Müssen wir jetzt mal so glauben. So, hier dann nochmal der Controller aus der Nähe. Ist wie gesagt immer ein WLAN-Controller dabei. Ich glaube, bei dem anderen Hersteller muss man den, glaube ich, dazu besorgen. Hier gehört er mit zum Lieferumfang. So, dann schauen wir mal, was die Pumpe im Wasser so kann. So, Freunde, ja, ich habe jetzt mal das Setup hier aufgebaut. Das ist jetzt nicht unser reines Strömungsbecken, was ich euch schon mal angedeutet hatte. Das ist jetzt hier ein reiner Versuchsaufbau. Sorry, das ist das, was ich euch gesagt hatte mit den Perlen. Das ist das, was ich als erstes bestellt hatte damals. Das habe ich jetzt mal heute eben schnell hier aufgebaut. Den anderen Test mit dem langen Strömungsbecken, das wird also ein großes, wie gesagt, großes, langes Strömungsbecken. Das werden wir dann, wie gesagt, nochmal separat für euch aufbauen. So, ich gehe jetzt einfach mal in den Regularmodus hier. Ich zeige euch hier auch direkt mal die App. So, wir machen jetzt mal hier 80%. Geben jetzt mal Kette, gucken jetzt mal, was jetzt da hinten passieren wird. So, die Kügelchen. Ich hoffe, das ist gut zu sehen. Auf dem kleinen Display der Cam sieht es eigentlich ganz gut aus. Ich kann es jetzt nur nicht wirklich hundertprozentig beurteilen, ob das tatsächlich so funktioniert wie geplant. So, das ist jetzt wie gesagt der ganz stinknormale Modus. Ja, das heißt, hier läuft die jetzt einfach volle Hütte durch mit 80% ihrer Einstellungskraft. Ja, das wäre jetzt einmal der Modus. Ich stoppe das jetzt einfach mal. So, wir gehen jetzt hier in der App mal zurück. So, jetzt hat er dann hier oben, das ist wohl der Standard halt, der ist uniform, das ist halt ein Pulsmodus. Wir schauen jetzt mal, starten den auch mal, machen wir nochmal 90%. So, das wäre jetzt hier halt der pulsende Modus. Wobei ich jetzt hier, wie gesagt, dabei sagen muss, es ist nicht das große Strömungsbecken, bitte bedenkt das. Ich wollte euch das nur mal so ein bisschen zeigen, damit ihr was zu gucken habt. Das kann man jetzt aber nicht als wirkliches Maß der Dinge nehmen, sage ich jetzt mal, weil Problematik ist halt eben, dass das Becken nur 60 cm breit ist oder halt lang ist. Von daher kann man da natürlich nicht so 100%ig alles drauf erkennen, was da jetzt genau passiert, was sich verändert, etc. Ne? So, man hat ja die Pumpe auch noch in verschiedenen Richtungen sitzen, sage ich einfach mal. Das muss man natürlich auch beachten, je nachdem, wie die halt oben angebracht ist. Man kann die ja auch noch vertikal, ich habe sie jetzt horizontal sitzen. Man kann sie, wie gesagt, ja auch noch vertikal setzen, dann läuft die Strömung noch mal etwas anders herum. So, jetzt, ich stoppe das noch mal. So, ich denke jetzt einfach mal, die anderen, das sind halt eben nur Pulsgeschichten. Ja, da kann man jetzt wirklich nicht allzu viel sehen.
Ich würde jetzt sagen, ich stelle euch jetzt noch mal was rein ins Becken. Dann können wir da vielleicht mal gucken. So, ich würde sagen, wir geben noch mal Knallgas. Wir schauen jetzt mal, wie sich das mit der Brücke in der Mittelposition verhält, rein strömungstechnisch gesehen. So, ich gehe jetzt hier noch mal rein. Ich gebe jetzt hier noch mal die 90%, die wir gerade auch hatten. So, jetzt müsste das Schätzchen hier wieder anlaufen und dann schauen wir mal, was sie nun macht. Nur mal so als kleine Demonstration. Ich hoffe, dass man die Kügelchen gut sieht. Ich habe extra fluoreszierende genommen. Ja, wir schauen mal, was draus wird, die Aufnahmen. Ich kann das ja auch nur leider in dem kleinen Display sehen, von daher weiß ich da jetzt auch nicht so 100%, ob das was geben wird, ob das funktionieren wird, ob es nicht funktionieren wird. Ja, wie gesagt, das bleibt halt abzuwarten. Ja, so, jetzt habe ich euch hoffentlich mal hier so einen kleinen optischen Einblick geben können. Das ist im Prinzip hier die Geschichte. Da könnt ihr das halt eben, wie gesagt, halt einstellen. Das ist halt eben die App. Ihr könnt die Pulszeit verändern. Ihr könnt die Einstellungen ändern, vorwärts laufen, Laufzeit umkehren. Die Pumpe kann ja natürlich vorwärts und rückwärts laufen. Ja. So, wir machen jetzt zum Beispiel mal umkehren, zeige ich euch noch mal kurz. Da machen wir jetzt auch noch mal 90 und checken das jetzt mal aus. Mal gucken, was da jetzt passieren wird, wenn ich die jetzt umkehren lasse. So, das ist im Prinzip umkehrläufig, ne? Die hat ja auf der einen Seite einen vorwärts, einen rückwärts, muss man sich vorstellen, ne? Also die läuft jetzt nicht rückwärts die Pumpe, sondern die hat ja einen Motor, der läuft nach vorne, einer läuft nach unten. Ja, dadurch kriegt die verzogenen Wellen hin. Das ist ja auch immer dann der Puls, wo die sich halt dann dreht, vorwärts, rückwärts Einstellung. Ja, weil ihr seht, die schiebt immer noch nach oben raus, also nicht wundern, die hat jetzt nur halt eben verdreht. Das könnt ihr ja da auch noch einstellen. So, dann habt ihr im Prinzip die Pulszeit jetzt hier. Hier könnt ihr das jetzt hier angeben. So, jetzt kann man das hier speichern als neuer Programmname. Ja, und dann gebt ihr das im Prinzip hier unten dann in der App ein. Ich gehe jetzt mal wieder auf Abbrechen. So, jetzt wollen wir mal gucken. Rescape-Pumpen, hier sind die Pumpen. Was mich jetzt ein bisschen wundert, ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass ich hier irgendwo in der App, aber ich finde hier nichts. Nein, ich finde nichts. Ich kann hier die Pulszeit einstellen. Ich kann die Vorwärtszeit, Rückwärtszeit, aber was mich jetzt ein wenig wundert, ich speichere das jetzt mal, vielleicht kommen wir dann halt dort weiter. Ich mache das mal als Testprogramm. Tue ich das jetzt mal abspeichern. So, die Wellen sind einsatzbereit. Ah, hier ist der Zeitplan. Okay, das ist das, was ich sehen wollte. Gut, hier zeigt er jetzt im Prinzip an, was er jetzt macht. Jetzt könnt ihr hier unten im Prinzip noch den Zeitplan ändern, also die Startzeit. Ja. Starten, stoppen, okay, könnt ihr unten auf dem Plus, könnt ihr halt immer wieder einen Punkt dazusetzen. Gut, das hatte ich eigentlich gesucht, okay, haben wir jetzt gefunden. Ja, ich denke mal, mit der kleinen Demonstration müsste ich euch ja soweit so gut alles gezeigt haben. Ja, ich hoffe, euch hat die kleine Vorstellung gefallen. Ja, ich werde diese Pumpe jetzt ausgiebig weiterhin testen. Wir machen jetzt einen Langzeittest, zumindest ein halbes Jahr lang, sage ich jetzt einfach mal. Das heißt, wir werden uns sehen in circa sechs Monaten. Dann werde ich da nochmal ein Review drüber machen. Dann kann ich da auch wieder, wie gesagt, ein bisschen mehr zu sagen. Wie hat die Pumpe sich verhalten? Und. Ich kann jetzt nur von anderen Pumpen, die so in etwa aufgebaut sind, sagen, dass sie angeblich relativ reinigungsintensiv seien. Auf kleinste Verdreckung recht anfällig reagieren. Müssen wir mal schauen, wird sich ja zeigen. Wie gesagt, da halte ich euch auf dem Laufenden. Ja, Freunde,
Wenn euch das Video gefallen hat, wie gesagt, gebt mir einen Daumen rauf. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, haut mir alles in die Kommentare, was ihr wissen möchtet. Ansonsten, wer das hier zum ersten Mal sieht, der möge den Kanal doch bitte abonnieren, die Glocke aktivieren, damit ihr auch nichts mehr verpasst auf diesem Kanal. Und wie immer, ihr seid die geilsten, meine Freunde. Ich bin raus. Bis dahin, euer Marc. Bis zum nächsten Video. Ciao.